Im Herzen der Dunkelheit, eine Reise von Verlust zu Liebe. Kapitel 1 – Die Welt des Verlusts. In meiner Welt herrschte Finsternis. Jeder Tag fühlte sich an wie ein endloser Albtraum seit dem schicksalhaften Tag, an dem ich meinen geliebten Partner verloren hatte. Die Trauer hatte mich fest im Griff, und ich fühlte mich verloren und einsam in dieser unbarmherzigen Realität. Die Sonne schien nicht mehr für mich zu scheinen. Ihr Strahlen vermochten nicht, die Dunkelheit zu durchdringen, die sich in mein Herz gefressen hatte. Jeder Augenblick war von einem unerträglichen Schmerz durchdrungen, der mich tagtäglich quälte. In den leeren Stunden des Tages verlor ich mich in Erinnerungen, die wie Dolche in meine Seele schnitten. Jeder Ort, den wir gemeinsam besucht hatten, jede Berührung, die wir geteilt hatten, hallte in meinem Geist wieder und ließ mich verzweifelter werden. Die Welt um mich herum schien sich weiterzudrehen, während ich in meinem Kummer gefangen war. Die Menschen gingen ihren Alltagsgeschäften nach, ohne zu ahnen, dass mein Inneres in Trümmern lag. Selbst die einfachsten Aufgaben wurden zu unüberwindbaren Hürden, da meine Gedanken unaufhörlich um meinen Verlust kreisten. Ich sehnte mich nach dem Gefühl von Geborgenheit und Liebe, das ich einst gekannt hatte, aber es schien unerreichbar in dieser düsteren Realität. Die Einsamkeit umhüllte mich wie ein eisiger Mantel. Und ich konnte keinen Ausweg aus diesem endlosen Labyrinth des Schmerzes finden. Kapitel 2 – Die Begegnung mit dem Licht. Doch dann, an einem Tag, der wie jeder andere begann, trat sie in mein Leben. Sie war ein strahlendes Licht in meiner düsteren Welt, ein Funke Hoffnung inmitten der Finsternis. Ihr Lächeln war wie ein Sonnenstrahl, der es schaffte, durch die dunklen Wolken meines Kummers zu brechen. Als sie meine Hand ergriff und mir in die Augen sah, spürte ich, wie etwas in mir erwachte. Ihre bloße Anwesenheit schien den Schmerz zu lindern, der mich so lange geplagt hatte. Sie war wie ein Engel, der vom Himmel gesandt worden war, um mir Trost zu spenden und mir zu zeigen, dass das Leben trotz allem weiterging. Ihre Worte waren sanft und tröstend. Und ich fühlte mich verstanden und akzeptiert, so wie ich war. Sie hörte zu, während ich meine Gefühle offenbarte, ohne zu urteilen oder zu verurteilen. In ihrer Nähe fühlte ich mich sicher und geborgen, als ob ich endlich einen sicheren Hafen inmitten des stürmischen Meeres gefunden hätte. Sie reichte mir eine Hand und lud mich ein, mit ihr zu gehen, auf eine Reise der Heilung und des Wachstums. Obwohl ich zunächst zögerlich war, wagte ich es, ihr zu vertrauen, und ich spürte, wie sich ein Funke Hoffnung in meinem Herzen entzündete. Mit ihr an meiner Seite begann ich langsam, die Dunkelheit zu durchbrechen, die mich so lange umgeben hatte. Ihre Liebe und Unterstützung gaben mir die Kraft, mich meinen Ängsten zu stellen und den Weg zur Heilung zu beschreiten. Kapitel 3 – Die Prüfungen und Tribulationen. Doch der Weg zur Heilung war nicht ohne Hindernisse. Immer wieder wurden wir von Stürmen der Verzweiflung und Selbstzweifel heimgesucht. Die Schatten der Vergangenheit versuchten, uns zurückzuziehen, und es schien, als ob jeder Fortschritt von Rückschlägen begleitet wurde. Es gab Momente, in denen ich mich wieder in die Dunkelheit zurückzog, als die Erinnerungen an meinen Verlust überwältigend wurden. Die Trauer kehrte zurück und drohte, mich zu verschlingen, aber sie war nicht mehr so mächtig wie früher. Denn nun hatte ich jemanden an meiner Seite, der mich stützte und mich daran erinnerte, dass ich nicht allein war. Gemeinsam kämpften wir gegen die Dämonen unserer Vergangenheit an. Wir hielten einander fest, wenn der Sturm tobte, und gaben uns gegenseitig die Kraft, weiterzumachen. Es war nicht leicht, aber mit jedem Schritt, den wir machten, wurde unsere Bindung stärker und unsere Liebe tiefer. Wir lernten, dass der Schmerz ein Teil des Lebens war, aber er musste uns nicht beherrschen. Wir hatten die Macht, unsere Zukunft zu gestalten und aus den Trümmern unserer Vergangenheit etwas Schönes zu erschaffen. Und so kämpften wir weiter, Seite an Seite, gegen die Dunkelheit, die uns umgab. Mit jeder Prüfung, die wir bestanden, wuchsen wir stärker und mutiger. Wir erkannten,
dass wir zusammen alles überwinden konnten, solange wir einander hatten. Und so marschierten wir weiter, fest entschlossen, uns nicht von unserer Vergangenheit besiegen zu lassen. Kapitel 4 – Die Erleuchtung. Inmitten der Dunkelheit fanden wir das Licht. Durch unsere gemeinsamen Bemühungen und unsere unerschütterliche Liebe begannen wir zu erkennen, dass es Hoffnung gab, selbst in den düstersten Momenten. Wir öffneten unsere Herzen füreinander und für die Möglichkeiten, die das Leben uns bot. Unsere Bindung wurde zu einem Quell der Stärke und des Trostes. Jeder Tag war ein neuer Schritt auf dem Weg zur Heilung, und wir nahmen sie gemeinsam, Hand in Hand. Die Vergangenheit verblasste langsam, während wir uns auf die Zukunft konzentrierten, die vor uns lag. Wir lernten, dass die Liebe keine Grenzen kannte und dass sie selbst die tiefsten Wunden heilen konnte. Durch unsere gemeinsame Reise fanden wir Trost und Frieden und erkannten, dass wir das Glück verdienten, das uns lange Zeit verwehrt geblieben war. Es war nicht einfach, den Schmerz und die Trauer hinter uns zu lassen, aber wir wussten, dass es der einzige Weg war, um wirklich frei zu sein. Und so öffneten wir unsere Herzen für die Möglichkeit, wieder zu lieben und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Durch die Dunkelheit hindurch fanden wir das Licht der Hoffnung. Wir erkannten, dass wir die Macht hatten, unser Schicksal zu lenken und unsere Träume zu verwirklichen. Und so nahmen wir die Zukunft in die Hand, bereit, jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit zu leben. Kapitel 5 – Die Rückkehr des Helden. Mit jedem Schritt, den wir auf unserem Weg machten, wurden wir stärker und mutiger. Wir überwanden Hindernisse, die uns früher unüberwindbar erschienen waren, und wuchsen über uns selbst hinaus. Wir hatten gelernt, dass wir alles erreichen konnten, wenn wir nur an uns glaubten und uns gegenseitig stützten. Als wir schließlich den Gipfel unserer Reise erreichten, fühlten wir uns wie verwandelt. Wir hatten die Dunkelheit besiegt und das Licht der Hoffnung in unsere Herzen gelassen. Wir waren nicht länger Opfer unserer Vergangenheit, sondern Herrscher unserer Zukunft. Gemeinsam blickten wir in die Ferne, bereit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wir hatten gelernt, dass das Glück in den kleinen Dingen des Lebens lag und dass wir jeden Moment schätzen sollten. Wir versprachen einander, jeden Tag mit Liebe, Freude und Dankbarkeit zu leben, denn wir wussten, wie kostbar das Leben wirklich war. Und so kehrten wir als Helden zurück, gestärkt durch unsere Erfahrungen und unsere Liebe zueinander. Wir hatten den Kampf gegen die Dunkelheit gewonnen und waren bereit, das Leben in all seiner Pracht zu umarmen. Denn wir wussten, dass wir alles erreichen konnten, solange wir zusammenhielten und an die Kraft der Liebe glaubten. Ende.